kommt jetzt bei dir irgendwie gar nichts an davon? Also merkst jetzt gar nichts oder hast du ein bisschen... Nee, also ein bisschen Omi-Pieke. Ja. Aber sonst schon eher taub. Eher taub. Da ist aber nur die Grenze von taub zu merken. Hier merkst du schon? Da ja, oben? Da piekt's. Ich wollte immer als kleiner Junge schon tätowiert sein, weil das mein Opa schon war und weil ich halt immer Rockstar sein wollte. Und richtige Rockstars müssen ja krass tätowiert sein. Ist schon so ein Klischee-Ding. Und ja, ich find's halt geil. Und fühlst du dich als Rockstar immer noch? Ja, mehr denn je. Nur eine Bewegung, aber im Kopf, im Herzen, volle Bude. Ja. Ja. Das auf jeden Fall. Ich habe früher mein Leben sehr genossen, aber heute genieße ich es noch viel, viel mehr und auch viel, viel klarer vor allen Dingen heute. Also ich schätze heute die Sachen 10.000 Mal mehr noch wie früher. Ja, ich weiß jetzt auch halt, wo es vielleicht drauf ankommt im Leben. Und das ist halt Punkt 1, Gesundheit, Familie, Freunde. Hardcore-Punk. Ab und zu brauche ich halt auch direkt in die Fresse von der Musik. Insel Rügen. Hier treffen wir Gabor Schneider. Jedes Jahr zieht es den 38-Jährigen an die Ostsee. Hier begann vor 12 Jahren sein Leben im Rollstuhl. Jenny ist Gabors Assistentin und eine gute Freundin. Oh, mal gucken, wo ich ins Wasser gehe. Wo ist denn hier der Rollstuhl, die Rechte? Nacktbadestrand. FKK. Oh Mann, weißt du, wo du die Leute gefragt hast, wo der rollstuhlgerechte Nacktbadestrand ist? Oh, ich glaube da hinten. Jenny kennt Gabor noch ohne Rollstuhl. Früher war er Musiker, er spielte in einer Hardcore-Band. Also wir sind uns immer auf Konzerten begegnet. Wir waren da jetzt noch nicht so großartig befreundet, ne? Sondern nur so, ach guck hier, da ist ein Gabor wieder. Ja, er war immer die Rakete. Er war immer da, immer gut gelaunt. Also ich habe nur gut gelaunt erlebt. Sehr lustig und ja, hat Party gemacht. Und dann natürlich bei jemandem, der so eine Energie hat, von 1000 auf 0, das ist schon heftig. Bei jedem Rügenbesuch kehrt Gabor an den Strand zurück, wo er verunglückt ist. Einmal im Jahr muss ich an den Ort zurück, um das gut zu verarbeiten irgendwie. Also komme ich her und gucke mir das nochmal an, wo es passiert ist. Und dann geht es mir irgendwie ein bisschen besser damit. Du konfrontierst dich im Prinzip nochmal damit, ne? Ja, quasi. Naja, ich sehe das halt so, dass ich vor 12 Jahren, wo ich meinen Unfall hatte, am 6.8.2010, wurde ich ja als Fußgänger hier sozusagen beerdigt für mich und lebe jetzt ein anderes Leben. Im Sommer 2010 fährt Gabor mit Freunden in den Urlaub. Er ist 26 Jahre alt, freut sich auf 2 Wochen Feiern und Entspannen. Wetter war ja top. Und am Strand war eine Cocktailbar. Da haben wir dann uns breit gemacht, bisschen Volleyball gespielt, bisschen Caipirinha getrunken. 18 Uhr wollten wir nach Hause fahren, also in der Unterkunft. Und es wurde gerade gesagt so, wir starten jetzt. Und ich bin vom Handtuch aufgesprungen. Und da habe ich gesagt, einmal springe ich noch ins Wasser. Und dann ins Wasser gerannt, Flachkörper, und dann hat sie geknackt. Ich bin ins Wasser halt geglitten und es war halt sehr komisch. Ich habe das alles vom Kopf her mitgekriegt und habe so nach oben geguckt in die Sonne und das Wasser, was halt immer so gegen meine Sicht geschwappt. Und ich habe immer so in den Himmel geguckt, es war halt extrem geiles Wetter, Sonne, blauer Himmel, und es war, weil es sich
so angefühlt hat, so fühlt sich Sterben an. Kurz vorm Sterben. Es war heftig. Diese Stille, das Wasser. Und ich habe immer nur gesagt, nicht anfassen. Irgendwas ist kaputt. Eine Notoperation rettet ihm das Leben. Nach einem Jahr wird er aus der Klinik entlassen. Gabor ist halsabwärts gelähmt. Fast alles in seinem Leben ändert sich dadurch. Doch seine große Leidenschaft, die Musik, ist geblieben. Zusammen mit seinen Freunden und Pflegekräften ist er nun in ganz Deutschland unterwegs, um Konzerte und Festivals zu besuchen. Musik war und ist halt schon immer in meinem Leben. Also die Leute sind alle extrem nett zu mir, die kümmern sich um alles. Ich habe noch nie Probleme gehabt in der ganzen Zeit auf irgendeinem Konzert, dass ich mal nicht irgendwie reingekommen bin, egal auf Festivals oder halt auch in Clubs. Die Leute sind halt alle extrem geil in der Szene. Sind sehr, sehr barrierefrei und freundlich im Kopf. Gabor ist zu Gast bei einem Musikfestival in Bergen, wo die Band Chor mit Sänger Friedemann auftritt. Seit seiner frühen Jugend fasziniert Gabor die Hardcore-Szene. Der Löffel im Mund ist aus purem Gold. Essen immer verfügbar, das Glück ist ihr Holz. Der Boden mit Regen und Sonne gesegnet. Die Lebenswege glas, fast immer geebnet. In Wohlstand lebst du seit ewigen Zeiten. Du bist ein Gott, Gott der Möglichkeiten. Ja, sicher ist die Musik aggressiv, das soll sie auch sein. Die soll auch was ausdrücken. Und ich finde halt, da kannst du halt deine ganze Energie rauslassen beim Hardcore-Punk-Konzert und dann bist du halt in deinem normalen Alltag halt chillig und bist von Montag bis Freitag geerdet, sozusagen. Tanzen gehört zu seinem Alltag noch fest dazu, auch wenn es nicht mehr ganz so geht wie früher. Schmerzt dich das, wenn du dann nicht so mitmachen kannst? Schmerzt mich nicht. Ich denke mir meistens nur, ich wäre härter. Es ist alles schön und manchmal bin ich auch traurig, aber meistens denke ich, ich wäre der Härteste. Schön, ja. Also der Sound war gut in der großen Halle, hätte ich nicht gedacht. Mhm. Super. David, und ihr seid so die Möglichmacher, ne? Wir? Mhm. Ja, alles erdenklich. Alles, was geht. Ja. Ohne die Leute um mich drumherum geht gar nichts. Da bin ich sehr dankbar für. So, schnell zu, das Ganze. Ja, Licht aus. Check the window, out. Am nächsten Morgen hat Musiker Friedemann Gabor zu sich eingeladen. Na, ihr Hübschen. Friedemann, schön hoch hast du. Ja. Alles schön. Und behindertengerecht habe ich den gemacht. Die beiden Männer haben sich nach Gabors Unfall angefreundet. Ja, wir müssen mal gucken, die haben dich eigentlich immer ins Haus. Meine Rampe ist im Bus, muss man noch holen. Kannst du nachher mitbringen. Jo. Ich habe gesagt, du kommst jetzt hier mit so einer richtig geilen Hightech-Rampe an. Ach, wir haben selbst gebaut. Nicht so einen geschnitzten Sachen da. Das ist vor 10 Jahren haben wir selbst geschraubt. Ja, das habt ihr sehr gut gemacht. Ja, war doch super. Chaos, jeden Morgen. Na, geht's dir gut? Ja. Das ist krass, wie aufwendig das ist, ne? Das sind 10 Zentimeter oder 12, ne? Jetzt bin ich drin, jetzt habt ihr den Salat. Friedemann hat eine Überraschung für Gabor. Gabor, wir haben ein Lied gemacht. Ein Lied über dich. Das war mir, lag mir immer am Herzen, das weißt du ja, ne? Ja. Weil du so ein niedlicher bist. Ja, vor allen Dingen, vor 10 Jahren war ich sehr niedlich, ja. Du bist auf jeden Fall. Ich fand immer den Humor gut. Ich glaube, vielleicht sind wir deswegen auch befreundet, kann sein, ne? Ja. Und dann fand ich, dass es nicht ein Molliges sein sollte. Der Tod. Sterben. Wollte ich nicht. Ich habe gedacht, wir machen was Fröhliches. Glaub nicht, was du siehst. Es kann dich täuschen, mein Freund, der Körper ein Verlies. Doch in Gedanken
bin ich weit, schwimm durch Meere, steh auf Gipfeln, vom Schnee bedeckt, der Blick geht weit. Lieg im Gras und spür die Sonne, auf der Haut es stoppt die Zeit. Ich bin halt auch ein Typ, der oft mit sich hadert und mit seinen Lebensumständen hadert. Und dann habe ich mir das wirklich zu Herzen genommen, dass ich dann auch einfach manchmal an Gabor denke und mir sage, ehrlich, der heult ja auch nicht rum. Na, der kann sich nicht mal eine Fliege aus dem Gesicht jucken oder sich am Hintern kratzen und sitzt nicht die ganze Zeit da und lamentiert. Und das hilft mir einfach auch, kräftiger und besser durchs Leben zu gehen. Ich liebe es zu wandern, von dem einen Glück zum anderen. Ich liebe es zu wandern. Ja, was soll ich sagen? Ich bin sprachlos, dass ein Mensch von mir oder von meinem Rollstuhlleben inspiriert wird. Ja, das ist schön. Sehr, sehr schön. Für mich. So ist er, Gabor. Du kannst nicht klatschen. Aber ich. Nee. Also erstmal vielen, vielen Dank. Große Ehre. Ist keine große Ehre, Gabor. Von dir. Doch, doch. Nee, ich mach's gern. Ein Song von dir für mich. Mega. Mir glauben auch manche Menschen nicht, wenn ich sage, ich bin glücklich gerade. Also mich fällt an. Mir auch schwer. Die gucken mich an. Die glauben mir das nicht. Also fällt mir auch total schwer. Also weil man sich das nicht vorstellen kann, aber dass das in deinem Kopf vielleicht auch drin ist, die Freiheit, das habe ich ja mit dem Lied versucht. Ja. Also dass man gar nicht immer überall hingehen und überall hin tanzen muss, sondern dass man auch, also das in seinem Kopf tragen kann, in seinem Herzen. Ich glaube, das ist der Unterschied, den wir gesunden, also das können nicht wir nicht verstehen. Nicht genau, glaube ich auch. Also mir fällt das auch manchmal schwer. Egal was man dich lehrt, du musst es fühlen, um zu verstehen. Es scheint nicht lebenswert und krallt sich doch so fest ans Leben. Ich tanze Nächte, erlebe Tage intensiv und trotzdem leicht. Lebe in Welten, die ich ertrage. Es ist wie Flucht und heimwärts gehen zugleich. Zu Hause in Susenburg im Harz. Hier lebt Gabor in einer eigenen Wohnung neben dem Haus seiner Mutter. Gabor ist verrentet. Er ist rund um die Uhr auf Assistenz angewiesen. Über das persönliche Budget finanziert er 4 festangestellte Pflegekräfte. Stehtraining gehört zu seinem Therapieplan fest dazu. So, fühlt sich gut an, Gabor? Jo. Okay. Wenn irgendwas mit dem Kreislauf ist oder so, sagst du Bescheid, ja? Ja. Ich fahre jetzt bis zum Anschlag, ja? Okay. Also das Stehtraining ist halt sehr gut für die Knochendichte, dass das alles nicht so porös wird bei Rollstuhlfahrern. Ist das halt ein Problem, wenn man immer auf das viele Sitzen keine Belastung hat. Aber jetzt muss ich sagen, gerade stabil. Eine seiner Pflegekräfte ist seine jüngere Schwester Sissi. Sie ist gelernte Krankenschwester. Ihre Anstellung im Krankenhaus hat sie nach dem Unfall aufgegeben. Nun ist ihr Bruder ihr Chef. Viele haben zu Anfang gesagt, na, mit Familie pflegen und das ist nicht gut. Ich finde, wir beide kommen damit sehr, sehr gut klar. Wir sind so wie so eine Zwillinge, die zusammengewachsen sind. Mutti, würdest du den Rollstuhl ein bisschen festhalten, dass der mir nicht wegrutscht? Klar, mein Leben hat sich durch den Unfall auch verändert. Aber entweder geht man den Weg, finde ich, gemeinsam, als Familie oder auch als Freunde, oder jeder zieht sein eigenes Ding durch. Und da bin ich aber nicht der Typ für. Vor dem Unfall kreuzten sich die Wege der Geschwister eher selten. Gabor arbeitete als Anlagenbediener. Die Wochenenden gehörten seiner Band. Das Schöne an der ganzen Sache ist, dass wir uns so gut miteinander verstehen und so eng zusammengefunden haben. Und ich möchte es nicht missen. Wer ist Ihr Bruder für Sie? Was würden Sie sagen? Ein verrückter Chaot. Sehr, trotzdem ein absolut liebevoller Mensch.
der diese ganze Scheiße eigentlich nicht verdient hat. Aber er ist stark, so wie es ist. Und ich ziehe absolut den Hut vor ihm, wie er das alles schafft. Gabor und Sissi sind mit ihrem Vater verabredet. Er lebt nicht mehr bei der Familie. Die Beziehung zwischen Vater und Sohn hat sich seit dem Unfall sehr verändert. Boah, kannst du mal eine Decke noch mal rüberlegen? Na klar, kriegen wir alles hin, ja. Ein bisschen. Ja. Okay, okay. Ja. Okay. Na ja, frei. Oh. Papa, der kann gar nicht mit mir umgehen in meiner Situation. Den tut das so leid. Das weiß ich bei ihm 100%. Er überspielt es mit seiner Art. Das ist nur die höchste Staumauer hier in Deutschland. Ja. Übergelaufen ist die Staumauer das erste Mal 1997. So, Papa, lass uns mal weiter tuckeln hier. Alle noch da? Jo. Vater Dietmar ist Feuerwehrmann. Mit Unglücken ist er vertraut. Doch das Schicksal seines eigenen Kindes verkraftet er schlecht. Wir haben alles erreicht. Die Kinder haben ihren Job gekriegt. Sie sind denn gerade gegangen. Gabor hat gerade seine Wohnung neu eingerichtet. Die hat er 3 Wochen gehabt. Und dann war alles nichts mehr so, wie es war. Ganz komisch. Irgendwie ganz komisch. Kann man nicht beschreiben. Da ist ein Riss drin. Und der ist da drin und der bleibt da auch drin. Ja. Also unterschiedlich sind wir auf jeden Fall damit umgegangen. Mein Mann hat da nie irgendwas eigentlich zu gesagt. Und ich weiß auch noch damals, wie wir in die Klinik gefahren sind. Da war dann die OP und alles und wir saßen da und der Arzt ging raus und sagte noch, nehmen Sie jetzt mal Ihre Frau in den Arm. Und mein Mann saß einfach nur stur da. Also die Reaktion war eigentlich null, sage ich jetzt einfach so. Gabor, Junge, mach's gut. Ich melde mich, okay? Ja. Die Eltern sind geschieden, nach 33 Jahren Ehe. Gabor und Sissi treffen ihren Vater nur noch unregelmäßig. Psychologische Betreuung nach einem Unfall ist halt sehr wichtig. Ich habe die Hilfe bekommen, aber alle anderen nicht. Und wie verarbeiten andere das? Die Eltern, die Geschwister? Vielleicht auch nicht. Klingt hart, aber eigentlich hat die Familie ihren Vater verloren. Nicht nur ich. Gabor betreibt seinen eigenen YouTube-Kanal, Mr. Wheelchair. Auch hier dreht sich viel um die Musik und manchmal auch ums Laufen. Mr. Wheelchair interviewt heute Team Obok. Das ist mein Laufteam, was der Henner und ich gegründet haben, zum Zwecke des Guten auf dieser Welt. Und das heißt Laufen. Laufen statt Saufen, was ich beides nicht kann. Wir sind heute in München. Aktuell mit 12, 13, 14 Leuten von uns. Wir sind beim Wings for Life World Run, der einmal im Jahr im Mai stattfindet, weltweit. Genau, geil. Gabor hat ein eigenes Laufteam gegründet, das heute bei einem internationalen Spendenlauf für die Rückenmarkforschung mitläuft. Die Kilometer werden per App gesammelt. Alles klar, Henrik. Ja, also wie gesagt, 154 Läufer. Vielleicht hat ihr draußen noch irgendwer Bock mitzumachen. Einfach anmelden. Alle sind herzlich willkommen, außer Nazis. Genau, lieber ja, nicht. Genau. Rasiert muss man auch nicht sein, sieht man ja an euch. Henrik, tschüss, danke. Tschüss, Großer. Lieb alles. Danke, mach dich. Hey. Auch in Gabors Heimat im Harz starten viele Läuferinnen und Läufer für sein Team. Für jeden Kilometer, den sie laufen, fließen Spenden in die Forschung für Querschnittgelähmte. Gabors Laufteam Obok ist inzwischen zu einem großen Freundeskreis zusammengewachsen. Den Namen hat sich Gabor ausgedacht.
Team Ovok. One Wild, One Crew. Ein Wald, eine Crew. Wald einfach, weil ich im Wald wohne. Und Crew, weil wir halt eine geile Crew sind. Und so ist es halt entstanden und wächst so vor sich hin. So ganz gesund. Geil. Na, schöner. Ist gut aus. Was ich aber krass finde bei der ganzen Sache an Team Ovok, da laufen halt Leute und die machen das wirklich nur, weil sie mich kennen oder für mich und einfach zu sehen, ja, warum eigentlich nicht? Er kann es nicht, mache ich einfach mit. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, go, go, go! Bisschen schummeln muss sein. Bis zum Berg. Was so vertraut und selbstverständlich wirkt, ist es nicht. Viele von Gabors früheren Freunden sind nach dem Unfall zunächst extrem verunsichert gewesen, trauten sich nicht, sich bei ihm zu melden. Das mit dem Laufen, so dieses Ovok-Ding, das ist schon ein geiler Einstieg gewesen. Wenn man jetzt nicht weiß, wie man auf die Leute zugehen soll, weil man sie nur gesund kennt, ich sag mal gesund, und dann auf einmal ist er nicht mehr gesund, sitzt er im Rollstuhl. Wie geht man mit so Menschen um? Wie fasst man ihn an? Wie spricht man mit dem? Gabor trifft es, wenn Freunde wegbleiben. Doch er geht unbeirrt seinen Weg. Und mit der Zeit stellt sich der Kontakt zu einigen wieder ein. Das haben alle ziemlich erfahren, worunter er ist. Genauso wie früher, nur dass er halt ja, im Rollstuhl sitzt. Das ist schon ja, eine eigene Überwindung, weil man, glaube ich, mehr Angst davor hat, was macht man jetzt. Aber er ist ja nicht, er ist ja kein bisschen anders geworden. Das ist noch genauso wie früher vom Charakter her, nur dass er halt im Rollstuhl sitzt. Er hätte jetzt auch auf der anderen Seite auch sagen können, hier, so, du hast dich jahrelang nicht gemeldet. Ist nicht mehr, wir kennen uns nicht mehr, so nach dem Motto. Aber so, er ist nicht so. Er nimmt einen wieder auf mit offenen Armen. So ist der Gabo. War geil. Bist du glücklich, ja? Ja, sehr. Rundum glücklich mit allem. Mitten im Sommer erreicht uns die Nachricht, Gabor liegt mit einer heftigen Corona-Erkrankung in einer Spezialklinik für Menschen mit Rückenmarkverletzungen. Mir ging es richtig scheiße und meine Lunge war komplett zu mit ganz zähen Sekret, Schleim. Ich habe mich allein nicht mehr rausgekriegt. Ja, es war auch sehr, sehr, also zwei, drei Mal hatte ich Angst, dass ich ersticke nachts. Ich keine Luft gekriegt habe und das Graben einfach nicht rauskam. 12 Tage lang liegt Gabor isoliert in einem Einzelzimmer und kämpft mit der Erkrankung. Er, der sonst immer Menschen um sich hat und auch braucht, ist plötzlich auf sich allein gestellt. Sein Kampfgeist verlässt ihn. Ja, für wen machst du das ja eigentlich? Hat das alles noch einen Sinn? Dieses Rumgequäle halt. Man fragt sich halt, ja, wozu machst du die Scheiße eigentlich noch alles? Liegst eh nur allen auf der Tasche und so. Das macht einen richtig wütend und traurig zugleich. Und komische Gedanken kommen da teilweise. Nach fast 2 Wochen darf Gabor endlich wieder nach Hause. Körperlich erholt er sich gut, aber psychisch ist er angeschlagen. Das war schon krass. Also es hat uns sehr belastet, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich habe Gabor, glaube ich, auch so noch nie erlebt. Also wirklich so depressiv. Sissi, hast du manchmal eigentlich Angst, dass er irgendwann nicht mehr will? Ich hoffe, dass Gabor diesen Wunsch mal niemals äußert. Das ist, ja, man hat da richtig Angst, auf jeden Fall. Dass der Tag irgendwann kommt, dass er sagt, ich habe so die Schnauze voll. Das sind so Gedanken, die ich mir dann schon manchmal mache. Da habe ich definitiv Angst vor. Und das ist eine Situation, die ich eigentlich auch nie erleben möchte. Ja.
Gábor hat in den letzten Jahren gelernt, nicht aufzugeben. Ganz im Gegenteil, er stürzt sich ins Leben. Im August lädt er alle Freunde und einige Bands zu seinem eigenen Festival ein. Ihr Fleischmann ist da. Grüß dich, mein Mister. Ja klar, immer. Moin, Baby, alles gut? Ja, alles gut. Mutter, hey, Keule. Mutter, hier draußen weg, mein Moin. Na, schön, dass er noch lebt. Ich zieh mich jetzt an, oder soll ich auslassen? Lass aus. Kannst du bleiben. Keule, wir sehen uns gleich. Ihr wisst aber, dass heute noch spielt, ja? Ja, sicher. Ja. Nicht, dass du das vergisst. Wie die Götter gleich. Also, so, wir haben keine Zeit, wir müssen Bier trinken. Ja, Spielt aus. Schön. Mein Unfall war ja am 6.8.2010 und meinen zweiten Geburtstag, den feiern wir halt jetzt immer am dritten Wochenende im August als zweiten Geburtstag und das mache ich jetzt seit 10 Jahren so. Und sag mal, weil du das sagst, ne, zweiter Geburtstag, so siehst du es wirklich. Ja, ist ja auch zum Feiern, weil ich hätte ja auch tot sein können und ich kann ja weiterleben und also ist ja eigentlich was Schönes. Also, zweiter Geburtstag passt schon gut. Für mich. So, was möchtest du oben anziehen? Evergreen oder Maintain? Oh, das wird schwierig, ja. Ich nehme ein Maintain-T-Shirt. 160 Menschen sind heute angereist, um mit Gábor zu feiern. Organisiert hat er alles selbst. Freunde und Familie helfen tatkräftig mit. Gábor hat genaue Vorstellungen, wie alles aussehen soll. Es ist eigentlich eine professionelle Gartenparty mit Technik. Also ein Techniker habe ich hier, der es runternimmt. Eine Bühne haben wir gebaut und ja, eigentlich ist es Gartenparty Deluxe. Also das eigentliche Thema ist für meine Quatsche, ich bin noch nüchtern und schüchtern. Ich möchte mich recht herzlich bei euch allen bedanken, erstmal, dass es euch gibt. Was soll ich sagen? Ovok schweißt zusammen. Wir geben uns alle nur aus dem scheiß Internet, scheiß Facebook. Und hier treffen wir uns halt im echten Leben und das ist real. Und das ist geil. Hier habe ich halt so. Danke, gebt alles. Ich liebe euch. Genau. Monate haben wir Gábor begleitet. Monate voller Höhen und Tiefen. Wie blickt Gábor heute auf sein Leben? Ich habe zwar einen Querschnitt, aber ich bin ja trotzdem gesund und das schätze ich halt sehr. Ich kann immer noch am Leben teilnehmen und kann sagen, was ich möchte, was ich denke. Und das ist ja sehr, sehr, sehr viel wert.